Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Raft. Wir waren eigentlich unterwegs hier hinten auf die Insel. Wie ihr das sehen könnt, ist hier der Wellengang mal aktuell so stark, dass wir... Das ist nicht wahr. Ist der Wellengang hier so stark, dass wir keinerlei Chance haben, irgendwie Richtung diese Insel zu kommen. Ich meine, ich versuche hier gerade mein Glück und versuche und mache. Es ist halt sehr schwierig. Vor allen Dingen muss man sagen, ich hätte wirklich gerne diese... Schaut mal, auf die Insel, auf diese kleine Insel direkt oben drauf. Ja, genau, seht ihr das? Ich sehe es auch. Und wisst ihr, was das ist? Das ist eine Kiste. Da kann alles drin sein. Ich weiß nicht genau, was da drin ist. Selber so habe ich schon mal so ein, zwei kleine Inseln mal so abluten dürfen. Also so kleine Inseln, die so eigentlich so hier im großen Meer rumgetrieben sind. Das würde ich auf jeden Fall jetzt auch machen. Schaut mal, das Paddel, das ist schon zur Hälfte schon wieder Geschichte. Und unsere Hungersnot und unsere Essensnot, die nimmt auch immer mehr zu. Aber ich will das auf jeden Fall. Wir müssen hierher. Wir müssen hierher. Jetzt brauchen wir nur noch mal einen Plan, wie wir da hochkommen. Das ist mal, ja. Ah, schaut mal. Okay, wir sind angekommen. Hier geht's hoch, hier ist die Kiste. Statt Glas. Jetzt haben wir Glas. Also Glas könnten wir zumindest mal oben reinstopfen und könnten wir zumindest mal erforschen. Und wir haben ein Erz. Wir haben auch ein Erz. Okay, was heißt das? Ich sag mal vielleicht im Forschungstisch. Nein, das können wir nicht erforschen. Was ist mit Glas? Glas können wir erforschen. Ah, da können wir einen fortschrittlichen reinigen. Geil. Kann mehrere Tassen Wasser auf einmal reinigen. Benötigt keinen Treibstoff. Schön. Schön, sehr schön. Okay, dann hätten wir das mal gelernt. Klasse. So, dann habe ich die Kiste, die eine Kiste habe ich abgebaut, die habe ich hier drüben mal wieder aufgebaut. Es war mir doch wichtig, dass ich auf der Seite auf jeden Fall eine Kiste habe, wo... Ich würde hier gerne eine Kiste reinmachen, oder beziehungsweise die Kisten würde ich hier gerne reinmachen, wo die hauptsächlichen, ich sag mal, die ganzen Baumaterialien und das ganze Zeug drin ist, wie zum Beispiel... Die drei wichtigsten. Das ist dieses Kunststoff, beziehungsweise das sind die Palmblätter und das ist natürlich das Holz. Ne? Das würde ich alles hier reintun wollen. Holz ist ja die chronischste Mangelware, die ich jemals kennengelernt habe auf einem Raft. So, Kartoffeln, das hätten wir weg. Ja, die Steine könnten wir jetzt da reintun, machen wir mal nett. Wir packen das mal noch rein. Ja, hier könnten wir noch ein bisschen was reintun. Also, dann haben wir hier links und rechts, hätten wir hier genug Platz. Schaut mal, da können wir sogar die Teile reintun, die relativ wertvoll sind. Ja, Kartoffeln und so weiter, das können wir draußen lassen. Aber ich sag's euch, unser Inventar ist mal aufgeräumt. Unser Inventar ist tatsächlich mal aufgeräumt. Und das finde ich richtig gut. Und das ist der böse Hai, der nagt hier irgendwo rum. Geh weg. Geh einfach weg. Jetzt brauchen wir wieder Planken. Und wir sollten uns mal wieder in irgendeinen... Ja, ich weiß nicht, was man da... Ich weiß halt nicht, was man da dazu sagt, aber wir sollten uns halt mal wieder in so einen Strom begeben. Wo hat er jetzt dran rumgenagt, der Kollege? Hier. Ne? Ich weiß nicht genau, wo wir sind. Ist auf jeden Fall eine sehr wunderschöne, ruhige... Wieder wunderschöne, ruhige, romantische See. Ich würde gerne trotzdem mal schauen, dass wir vielleicht hier so mal segeln. Also, wie es aussieht, der Gang geht hier rüber. Na, also segeln wir mal auf jeden Fall mal vielleicht im Strom. Hier gibt es schon die ersten zwei, drei Teile, die hier drin rumschwimmen. Das heißt, wir schauen mal, dass wir unser Segel... So ein ganz... Nee, bitte aufklappen. So, dass wir vielleicht so mal ein bisschen einen Wind drehen. So, können wir noch was erforschen? Wir schauen da rein. Nee, es geht nicht. Also fürs große Lager bräuchten wir Scharniere, wir bräuchten Bolzen, wir bräuchten für die Schmelze, bräuchten wir einen Trockenziegel. Trockenziegel könnten wir probieren, indem wir uns einen Anker bauen, vor einer Insel ankommen und dann... Ah, schaut mal, dort hinten geht's los. Dort hinten geht's los. Da, schaut mal. Also entweder ist das vom Spiel so gewollt, kann ich euch allerdings nicht sagen, aber das ist schon so gemacht, dass wir auf jeden Fall... wie soll ich das sagen... Es ist so gemacht, dass wir auf jeden Fall in irgendeinen Strom wieder reinkommen. Und da das Wasser hier ja nach vorne geht, sind wir ja direkt da drin, oder? So, jetzt würde ich mal gerne noch, ich würde gerne mal noch versuchen, hier das noch zuzumachen. Aber es geht nicht. Das geht nicht.
Okay. Wie sieht denn das überhaupt aus mit noch einfach einem Stock oben drüber? Das kann man machen. Okay, das kann man so machen. Das ist geil. Das ist richtig geil. Gefällt mir. Gefällt mir. Okay, da könnten wir hier noch eine Treppe anbringen. Wir könnten dann hier oben zur Not auch mal noch was draufbauen. Ganz wichtig wäre natürlich. Ja, wir bräuchten hier wieder sehr viele Planken. Sehr, sehr viele Planken. Dann würde ich so machen, die Treppe hier hinten, ganz hier hinten, ich sag mal hier hinbauen. Das hier müssen wir mal wieder abreißen. Hier hinten hinbauen, da würde ich vielleicht hier so die Treppe hinbasteln und dann hier oben vielleicht hier so rumgehen. Das würde ich hier oben vielleicht dann mit diese kleine Zäune, da gibt es auch hier diese kleine wunderschöne Zäune, diese Plankenzäune, Seilzaun und so weiter und so fort. Das würde ich da oben irgendwie ein bisschen absichern. Ja, und so könnte ich dann hier hochgehen. Und dann könnten wir ja das Segel schon auf den dritten Stock bauen. Ah. Hier geht's los mit Fässern. Ich liebe Fässer. Sehr schön. Klasse. So. Dann müssen wir hier mal Pflanzen wässern. Wir müssten auch mal selber mal wieder einen Schluck trinken. Nicht immer nur an andere denken. Tut mir leid, aber es ist leider so. So, das brennt. Das brennt auch. Die Kartoffel können wir runterpacken. Das könnten wir essen und die Kartoffel könnten wir auch essen. Ja, dann sieht das doch mal nicht. Ja, es sieht aber mal nicht ganz so schlimm aus. Und diese wunderschöne, ganz, ganz ruhige, gediegene Raft-Hintergrundmusik, oder? Ist das geil? So. Jetzt sieht doch mal deutlich besser aus. Wir hätten jetzt, was hätten wir denn an Planken wieder da? Ja, 16 Stück, ja, besser als nichts. Man muss es positiv sehen. Wir sind hier mitten auf dem Ozean, wir sind hier nur auf einem Floß, was wir mittlerweile schon etwas erweitert haben. Was mich sehr, sehr stolz macht und sehr freut. Da hinten kommt am Horizont eine kleine Insel. Der Hai ist natürlich auch wieder nicht fern. Ist klar. Ja, wir sind genau wieder im Strom drin. Also passt. Absolut. Jetzt müssen wir es halt nur noch mal breiter machen. Dann habe ich gelesen, man kann hier Tiere einfangen. Man kann dann hier direkte Gehege bauen für verschiedene Tierarten. Die können dann zum Beispiel, die Hühner können halt dann Eier legen. Da könnte man dann mit den Eiern, könnte man dann geile Gerichte kochen. Jede Menge. Wo ist er? Ah. Ja gut. Wir hätten es erst komplett einziehen müssen. Ne? Wir hätten es erst einziehen sollen und dann wäre das natürlich gegangen. Aber gut. Ja, so viel dazu. So, Kartoffeln bitte wieder auf den Grill. Ach, wir hatten die zweiten auch noch nicht. Wir hatten die zweiten auch noch nicht gewässert, oder? Ja gut, jetzt können wir ja mal. Jetzt können wir ja wenigstens mal den. Jetzt können wir wenigstens mal den zweiten. Diesen zweiten. Diesen zweiten Reiniger bauen. Da bräuchten wir nur ein bisschen Glas dazu. Was brauchen wir denn für Glas? Steht hier irgendwo ein extra Glas? Nein, steht natürlich nicht. Was, wo kriegen wir denn Glas her, oder? Und das würde mich jetzt mal interessieren. Wo kriegen wir Glas her? So, du kommst hier rein. Können wir aber nicht warten. Genauso wie hier draußen. Das, schaut mal, da drüben ist auch eine Insel. Wie gesagt, so ist. Wir haben eigentlich noch keine optimale Ausrüstung, um so eine kleine, ja, wie soll ich das sagen, um so einen kleinen Abstecher auf so eine Insel zu machen. Haben wir leider noch nicht. Aber was da nicht ist, kann ja auf jeden Fall noch werden. Die steuern direkt wieder in unsere schönen zu. Du aber leider nicht und du auch nicht. Aber alle anderen, wunderbar. Das Fass, nein. Oder? Das ist nicht wahr, dass dieser Hai uns... Der hat drauf gewartet, oder? Der hat drauf gewartet, dass wir ins Wasser fallen, oder? Hab ich nicht richtig? Hab ich nicht recht?
Der hat doch direkt nur drauf gewartet, das kleine Stück. Egal. Wir müssen hier wieder Planken platzieren. Wir müssen hier wieder jede Menge Planken platzieren. Hier natürlich auch. Und so weiter und so fort. Alles gut. Das landet alles bei uns wieder schön in die Netze drin. Läuft doch, läuft doch, läuft doch. So, dann packen wir mal da eine Rübe drauf. Hier, das wird auch. Wow, ist das geil. So, das Fass nehmen wir natürlich auch sehr gerne an. Ganz vielen Dank. Hier auch. Hier auch. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Wunderbar. Da sieht doch die Sache gleich wirklich, wirklich anders aus. Jetzt packen wir das alles mal weg, würde ich sagen. Alles, was wir nicht brauchen. Planken brauchen wir immer. Die Blätter brauchen wir auch nicht. Die Kunststoff erstmal auch nicht. Die Steine könnten wir dann dazu packen. Genauso wie die Geschenke. Das könnten wir alles hier. Die Axt. Komm, die Axt packen wir. Die packen wir auch mal weg. Planken lassen wir hier liegen. Den Schrott. Den Schrott würde ich auch gerne mal wegtun. Alles andere kann bei uns bleiben. Alles andere kann hier bleiben. Weil da können wir wieder das Inventar auffüllen. Gibt es eine Gegarte. So, und hier packen wir das wieder drauf. Alles schick, alles gut. Hier kann man wieder schön viele Seile bauen. Nein! Nein, nein, auf keinen Fall. Mein Freund, auf keinen Fall. Dürfen wir nicht zulassen, können wir nicht zulassen. Ja. Wir können es einfach nicht zulassen. Das tut mir der Seele weh, wenn ich die Planke durchgehen lasse. Oh, das Essen sieht mau aus. Versuchen wir das mal als letzte Planke und dann kümmern wir uns auf jeden Fall mal was für ein Magen. Hier vorne steuern wir mal wieder auf eine kleine, auf so eine kleine Insel drauf, wo mal wieder irgendwas, bestimmt eine Kiste oder so drauf ist, schätze ich mal. So, das hätten wir jetzt erstmal mal noch die Rübe. So, und dann hätten wir doch schon mal wieder die Hälfte an Essen. Hätten wir doch schon mal wieder, oder? So, Planke aufgenommen. Ihr schwimmt leider durch, kein Problem. Hier kommen wir auf jeden Fall an die Planke ran. Und angeln uns gleichzeitig einen Fisch. Oh, schaut mal, wunderschön, wunderschön. Einfach nur geil, oder? Ist es geil? Klasse. Müssen wir mal kurz genießen. Wunderschön. Ist wie Urlaub. Fast wie Urlaub. Und die Angel ist kaputt. Nett. Na, wir werden eh wieder aus unseren Träumen gerissen, oder? Macht nichts. Brauchen wir immer noch. Ein paar Blätterchen. So, kommt die... Ja, das Fass würde eh bei uns ankommen. Aber das Fass würde dran vorbei. Würde dran vorbei... Nein. Sanftes Drehen. Wir drehen sanft auf die Insel zu. Und wenn nicht, wenn alle Stricke reißen, dann sage ich euch ganz ehrlich, dann nehmen wir hier die Hände in die Hand. Das ist auch nicht schlecht, die Hände in die Hand. So... Schauen wir mal, dass wir irgendwie hier hochkommen. Mist. Nein! Ah, Mist. Okay, wie kommen wir jetzt da hoch? Ah, so. Gut. Metallerz, ein Bolzen, eine Planke. Ich sag euch so, wie es ist. Wir könnten vielleicht jetzt den... Ich sag mal, wir könnten vielleicht jetzt wieder... etwas erforschen. Schauen wir mal. Wir schauen gleich mal danach. Das können wir auf jeden Fall wieder ernten. Oh, Kartoffelrübe. Bap. Das machen wir gleich wieder fertig. Seht ihr, so schnell geht das. Zack raus, Wasser, zack rein.
Wir sollten hier eigentlich, wir könnten hier eigentlich zwischendurch, nee, könnten wir nicht. Wir könnten es nicht. Ich hätte jetzt mal gerne zwischendurch, ich hätte jetzt mal gerne versucht, zwischendurch vielleicht mal hier noch sowas freizulassen. Ich weiß halt bloß nicht, ob der Hai dann kommt. Ich weiß halt bloß nicht, ob der Hai dann kommt und uns hier alles wegmacht. So, das ist das eine. Wir haben doch noch einen Fisch geangelt, oder? Jawohl. So, das sichert uns hier erst einmal wieder das Überleben. Das ist sehr, sehr schön. Süßwasser füllen. Bitte wässern. Zack. Passt. So. Wir schwimmen dagegen. Wir halten dagegen. Das ist nicht schön. Passt das jetzt? Ich glaube, wir kommen in die richtige Richtung. Behaupte ich jetzt ganz einfach mal. Ich denke, so wird das was, oder? Ja, ich denke, so wird das was. Es war nicht so hundertprozentig gerade, weil ihr seht mal, so wie das Floß gerade läuft, könnten wir es mal noch ein bisschen reindrehen. Ihr seht's. Jetzt soll das wieder gerade laufen. Genau, jetzt läuft es so ein bisschen. Jetzt läuft es wieder da lang. Aber die Wellen treiben uns eindeutig in die andere Richtung. Ne, die treiben uns hierher. Wobei die See, ich sag mal, die See hier, die ist relativ ruhig. Also da kann man. Ja. So. Weiter geht's. Was hätten wir denn? Ah, das können wir doch zumachen jetzt, oder? Okay, es fehlt nur das hier. Es fehlt echt nur das. Warum fehlt das? Weil wir hier zwischendurch bräuchten wir hier eine Verstrebung. Ich schätze mal, hier zwischendurch bräuchten wir dann irgendwas, wo man das hier noch festmachen kann. Ja. Ja. Hier, dann müssten wir das abreißen und könnten es dann zum Beispiel hier herstellen. Okay, das wäre auch ein Plan. Es fehlt halt hier genau in der Mitte, fehlt halt hier so eine Verstrebung. Ne? Man mag das kaum glauben, aber es fehlt hier tatsächlich eine. Wenn man hier reinkommt. Oder hier. Oder wir können es hierher. Oder wir bauen es hierher. Das geht auch. Achso, Nägel. Ah, Nägel. 1, 2. Dann würde ich vorschlagen, basteln wir das vielleicht hierher. So, dann hätten wir schon mal von der Tür weg zwei Ebenen. Dann weiß ich nicht, was passiert, wenn man das hier, dann würde ich auf jeden Fall hierher bauen. Dann bräuchte man eine Axt oder nochmal zwei Nägel. Ein bisschen Schrott. Nägel, Nägel. Mist. Schaffen wir nicht. Aber wir haben es zumindest probiert. Wir haben es zumindest probiert. Und jetzt kommen wir an so einer wunderschönen kleinen Insel wieder vorbei. Ja. Genau das habe ich gemeint. Genau das habe ich gemeint. Ich habe gerade wieder unseren Enderhaken habe ich gerade wieder über Bord geworfen. Man mag das gar nicht glauben, aber es ist tatsächlich so. Ich habe das Ding über Bord geworfen. Geil. Geil, es kann auch nur Detlef passieren. Das kann auch wirklich nur Detlef passieren. Okay, ist egal. Unser Magen krummelt ein bisschen. Wir essen mal. Wir essen mal Fisch 1. Und wir essen auch natürlich Fisch 2. Dann werden wir gleich schauen, dass wir ein paar Kartoffeln wieder hier platziert bekommen. Schaut mal, das schwimmt jetzt von vorn auf uns zu. Das ist mal wieder eine ganz andere Perspektive. Ja, nehme ich auch sehr, nehme ich auch liebend gerne. Nehme ich auch liebend gerne. Ist ja mega. Sehr geil. Hier brauchen wir wieder Holz. Hier brauchen wir auch wieder Holz. Hier hinten brauchen wir, hier hinten müssen wir auch wieder. Hier auch. So, das passt auch. Hey.
So. Was mit Süßwasser? Hier ist nichts mehr an Wasser da. Ganz, ganz schlimm. Traurig. Okay, geht weiter. Planken sind platziert. Also ihr seht, es gibt hier jede Menge richtig, richtig viel zu tun. Ich freu mich da riesig drauf. Kann ich euch gar nicht sagen. Ich freue mich mega drauf. Nägel. So. Jetzt ist man natürlich wieder entfallen, was wir bauen wollten, ne? Für einen Reiniger bräuchte man Glas. Okay, für die Vogelscheuche, für so eine mittlere Anbaufläche, für größere Pflanzen bräuchte man das. Das wäre alles kein Problem. Für einen Behälter nützlich beim Melken, okay, kein Problem. Wir bräuchten halt Glas. Ich weiß nicht, wo es Glas gibt. Betten, Lagerräume, Sammelnetze könnten wir auf jeden Fall noch basteln. Das wäre kein Problem. Für vorne. Segel, Paddeln, Wimpel. Für was brauchen wir einen Wimpel? Nützlich, um zu wissen, welche Richtung vor was ist. Das stimmt. Das ist wirklich richtig. Das ist echt richtig. Das ist mal ein sehr guter Plan. Kostet aber 3 Nägel. Oder wir bauen hier auf das... Ach ja, ich weiß, was wir machen wollen. Wir wollten doch hier noch diese Streben. Wir wollten hier doch noch diese Streben ausarbeiten. Das heißt, wir wollten hier einen reinmachen und mit der Axt... Und mit der Axt wollten wir den einen wollten wir wieder wegmachen. Jetzt müssen wir aber erstmal kurz schauen, dass wir die 2 Fässer hier bekommen. Das wäre ja sonst ganz schlimm. So, dankeschön. So, und jetzt werden wir mit der Axt, werden wir mal nicht diese Strebe einreißen, sondern genau diese hier. So, und dann hält das nämlich. So, und dann können wir das nämlich auch zubauen und da haben wir hier nur genau eine Strebe hängen. Ja gut, dann stehen die halt 2. Das ist auch, ja, ist auch in Ordnung. So schlimm ist es nicht. So, die Grills würde ich dann auf jeden Fall anders aufstellen, wie unsere 2 Wassereinheiten. Die würde ich dann... Wie 35% Gesundheit. Die würde ich auf jeden Fall mal schauen, dass wir die irgendwie anders platziert bekommen. Weil, ich sag mal, hier so als kleiner Lagerbereich, das ist schon richtig geil. Wenn wir dann mal anfangen, hier noch, ich sag mal, vielleicht noch einen kleinen Lagerraum zu setzen. Ja, das wäre alles kein Problem hier. So. Dann setzen wir mal hier noch so eine kleine Lagerkiste hin. Könnten wir auf jeden Fall auch noch reinpacken, was geht. Ja, das lassen wir da, das lassen wir auch da. Das Erz können wir oben nicht erforschen, das können wir auch nicht erforschen, genauso wie den Schrott. Das können wir auch rein tun. Schaut mal, und schon ist die Kiste wieder voll. Das geht sowas von wahnsinnig schnell. Unglaublich. Natürlich gehen die Fässer an uns vorbei. Dankeschön. Natürlich, vielen Dank. So. Oh, das haben wir. Also, da haben wir Glück gehabt. Also, auf der Seite haben wir echt das Glück. Können wir nicht. Schaffen wir nicht. Wir brauchen wieder einen Speer. Wir brauchen auf jeden Fall eine richtige Waffe. Da bräuchten wir ein bisschen Holz. Und wir bräuchten natürlich wieder ein Seil. Habe ich das richtig gesehen, dass dort hinten noch eine größere Insel ist? Also das habe ich auch noch nicht gesehen. Okay. Was ist denn das für eine Rieseninsel, ey? Was ist denn das? Das habe ich noch nicht gesehen. Planke, Palmblatt, Kunststoff. Alles, was man hier zum Überleben draußen auf dem Meer brauchen. Wahnsinn, schaut, habt ihr diese Insel gerade gesehen? Schaut euch nochmal die Insel an kurz. Was für ein Teil? Ja, das werden wir alles sehen, das werden wir alles erkunden. Ich freue mich riesig drauf, wir werden das alles tun. Kein Thema. Speer. Dann wechseln wir den Speer mit den Nägeln. Dann werden wir die Nägel einmal schauen, dass wir die hier drüben mit irgendwo reingepackt bekommen. So, der Bolzen auch. Was ist mit dem Schrott? Mit dem Schrott kann man auf jeden Fall noch Nägel bauen. Zack. Dann hätten wir hier mal noch ein bisschen Vorrat gebaut. Das ist gar nicht so verkehrt. Im Gegenteil. Finde ich richtig gut. Paddel weg. Das her. So, was haltet ihr davon, wenn wir noch ein bisschen angeln gehen? Und dann schauen wir mal zu, dass wir die Grills auf jeden Fall mal anders hingebaut bekommen. Vielleicht hier hinten irgendwo hin oder vielleicht irgendwo mal auf der Seite. Aber so wie sie gerade stehen, gefällt mir es absolut nicht. Oder vielleicht hierher, dass wenn wir dann hier reinkommen,
Ne, dass wenn wir dann hier reinkommen auf der Seite, dass wir dann gleich die Grids stehen haben. Das wäre gar nicht so schlecht, aber so wie es jetzt gerade aussieht, gefällt mir es absolut nicht. Ich glaube auch, wenn diese Insel da drüben wirklich süchtig nach Erkundung macht, ich würde es erst trotzdem noch lassen. Weil die Ausrüstung ist noch nicht gut genug. Wir haben noch nichts zu essen dabei. Und denkt dran, wir spielen auf normalen Schwierigkeitsgrad. Wisst ihr, was das heißt? Wenn wir sterben, dann ist das tatsächlich so, dass unser Tod natürlich permanent ist. Wir können nicht wiederbelebt werden. Und wenn wir wiederbelebt werden, oder wenn wir uns selber wiederbeleben, dann sind alle Sachen aus unserem Inventar weg. Die sind weg. Egal, was wir uns hergestellt haben, egal, was wir gefunden haben, egal, was wir bekommen haben, ist es alles weg. Hier hinten ist zum Beispiel auch eine schöne kleine Insel. Oder wir machen es so, wir reißen das hier ab und ziehen das noch eine Etage raus und ziehen das dann komplett hier vor. Das können wir zum Beispiel auch machen. Da könnten wir dann reinkommen zur Tür, hätten wir auf der linken Seite schön unsere Getränke oder unsere Wasserspeicher und dann hätten wir ein bisschen weiter unsere Grills. Na, zum Beispiel so hier hätte ich das jetzt gemacht. So und so und so. Wenn wir natürlich noch ein paar Planken finden, heißt es. Und wenn wir nicht immer so daneben werfen würden, dann hätten wir vielleicht schon ein paar mehr. Genau. Ja, der Detlef, der wirft heute wie was für eine Motivation. Also der hat mal... Ne? Entweder geht es ihm heute nicht so gut, weil... immer noch mit dem Essen zu kämpfen hat und mit dem zu trinken. Aber mittlerweile sollte sich ja das schon definitiv, also wirklich verbessert haben, seine Lage. Rieseninsel. Etwas kleinere Insel da drüben. Lädt aber auch bestimmt wieder zum Erkunden ein, zum Erforschen ein. Wow, 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 wow. Das ist... Und noch bei Seegang. Macht das keinen Spaß, wenn man hier ins Wasser fliegt. Absolut nicht. Es macht keinen Spaß. So, und danach sollten wir... Wir sollten danach auf jeden Fall mal schauen, dass wir... So. Jetzt reißen wir mal das Teil ab. Moment. Entschuldigung, das war die falsche Taste. Geil. So. Sanftes Drehen. Ich denke mal, das große Teil nach vorne wird wahrscheinlich die Front sein. Nehme ich jetzt mal an. Planke platzieren, Kartoffel drauf, los geht's. Ich würde das hier auch gerne entfernen und würde das da vorne daneben hinpacken. Ja, also hier so daneben irgendwie. Ja, so vielleicht, ne? Zack. Planke platziert. Rübe drauf. Das kommt von hinten. Geht doch weg. Hi. Geht doch weg. Geht doch einfach weg. Ach. Okay. Ich glaub's nicht, dass wir das auch nicht... Ah, egal. Also diese Fangnetze, die machen tatsächlich was aus. Also die Fangnetze, man mag das gar nicht glauben, aber die machen tatsächlich hier was aus. So, jetzt gehen wir mal noch auf Angeltour. Und zwar würde ich noch, ja, sehr, sehr, sehr gerne noch ein oder zwei Fische würde ich da wegen noch angeln wollen. Dann werden wir einen Grill nochmal anschmeißen. Unsere zwei Grills werden die Kartoffeln runterholen, werden dann auf jeden Fall mal ein paar nahrhaftere Fische drauf machen. Und dann werden wir mal sehen, dass wir oben den zweiten Stock auf jeden Fall auf die eine Richtung noch zumachen können. Damit wir da auch endlich mal Ruhe haben. Weil so wie ich das festgestellt habe, wenn wir da oben zumachen, haben wir dann definitiv Ruhe, vor allem vor den Möwen. Okay, also wenn der Wellengang heftiger wird, dann ist vorbei mit Angeln, ne? So sieht es hier zumindest mal aus. Hier hinten kommen zwei Fässer angeschwommen. Drei Fässer. Zwei Fässer und ein dickeres, sage ich mal. Kommt das... Jawohl. Das kommt doch noch schön bei uns in die richtige Richtung geschwommen. So. Komm her, mein Freund. Dankeschön. Immer komm her.
Ne, also Detlef heute nicht wirklich, aber ist okay, er muss. Er muss heute. Nützt nichts, muss durch. Bei dem Wetter, ich würde mich auch lieber ins Bett legen. Und einfach nur mal die Füße hochlegen und ausruhen, aber auf hoher See, wenn es ums Überleben geht, man kann halt nicht ausruhen. Das ist halt das ganze Problem da. Aber schaut mal, es wird doch schon besser. So. Wie gesagt, der Hai, der greift nur jede 5 Minuten an. Das heißt, hier hätten wir erstmal wieder genug Luft. Den haben wir ja erst abgewehrt. Jetzt bauen wir hier mal... Ich würde sagen, wir bauen hier mal zu. Dann nehmen wir mal die Axt in die Hand. Reißen das mal ab. Und dann würde ich hier auf jeden Fall... Die Wand würde ich auch noch zumachen. So. Und dann hätten wir hier schon unseren ersten kleinen... Wir haben hier schon unseren ersten Raum geschaffen. Sehr geil. Mega geil. Ich habe hier unten gerade Rochen gesehen. Kann das sein? Das war wieder zu schnell. Aber es kann schon sein, oder? So. Wow, 3 Fische. 1, 2, Planken platzieren. Und dann könnt ihr erstmal wieder eine Runde garen. Das ist meins. Und das nächste kleine Brett ist auch meins. Sehr, sehr geil. Sehr schön. Gut, dann wird es doch. Dann würde ich vorschlagen, in der nächsten Folge. Schaut mal. Also jetzt unser erster kleiner Raum ist dicht, ist zu, Ende. Und ich würde sagen, in der nächsten Folge schauen wir uns auf jeden Fall. Da gucken wir mal. Das bauen wir hier mal zu. Ja, das geht leider nicht. Wer weiß warum. In der nächsten Folge würde ich mit euch auf jeden Fall gerne hier oben... Ah, die Treppe geht außen hoch. Okay, das müssen wir vielleicht nochmal umbauen. Würde ich auf jeden Fall mit euch gerne hier oben noch ein bisschen erweitern. Ein bisschen zumachen. Ein bisschen schauen, was noch geht. Dann hätten wir erst einmal so weit, so gut unser erstes... Ja, unser erstes größeres Floß mit dem aktiven ersten Stockwerk vis-à-vis aktiven zweiten Stockwerk. Dann hätten wir das eigentlich mal so weit. Schaut mal. Es ist zu. Das ist das erste Mal. Es ist echt zu. Das heißt, den Forschungstisch könnten wir hier auch abreißen. Und könnten den, sagen wir mal, hier drüben irgendwo hinstellen. Und das Segel. Und das Segel, das werden wir dann auch noch woanders hinstellen. Und es wird Tag. Heute ist der Tag. Ne, zum Beispiel hier. Da könnte man dann drauf auch wunderschön forschen. So. Und dann das Segel. Das könnte man auf jeden Fall dann hier hinten irgendwo hinpacken. Oder boah, wieder so eine Rieseninsel. Ne, auf jeden Fall. Ich höre es schon. Es landet sehr, sehr viel unten bei uns in die Netze drin. Und genauso hatte ich mir das eigentlich vorgestellt. Ne? Die eine Seite, dass sie zu ist. Und die andere Seite, dass wir wenigstens schön aufmachen können. Und jetzt können wir hier unsere Fische holen. Jetzt haben wir ein bisschen, ne, jetzt hätten wir ein kleines bisschen hätten wir jetzt einmal Ruhe. Vor allen Dingen, wir hätten auch was zu essen, wir hätten was zu trinken. Das ist der Hai wieder. Zu langsam. Ist okay, mein Freund. Ne, mit Salzwasser füllen. Dann könnte man hier dann zur Not noch die... Das machen wir auch. Wir werden das auch noch machen. Wir werden die zwei Anlagen hier noch abreißen. Und werden die auf jeden Fall hier hinten hinräumen. So können wir dann wirklich reinkommen. Haben hier wunderschön Platz. Können dann hier noch... Ja, können dann hier hinten auf jeden Fall noch Kisten hinstellen. An den Rand und so weiter. So sieht das halbwegs ordentlich aus. Und vor allen Dingen können wir dann auch... Ja, wir versuchen mal in Detlefs organisiertes Chaos... Versuchen wir mal ein kleines bisschen Ruhe reinzubringen. Oder was meint ihr? So, Planke und Schrott. Aber das, wie gesagt, das schauen wir uns sehr, sehr gerne in der nächsten Folge an. Ganz, ganz vielen Dank fürs Zugucken, meine Lieben. Wenn es euch gefallen hat, ich würde mich riesig freuen, wenn ihr auch alle in der nächsten Folge mit Detlef und mir wieder dabei seid. Ganz, ganz vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.